Gut, lass uns rausgehen und folgende Party mit dir mitnehmen. Dich! Dich und ich nehme mal wieder dich. Obwohl, nicht, Stefan wollte ich ja mitnehmen. Mal kurz. Ich werde bei dieser Party nicht bleiben. Das heißt, ich werde nochmal das Ganze etwas wechseln. Ich würde nämlich ganz gerne Zephram nicht wieder dabei haben. Der hat keine besonders hohe Kampfkraft, auch wenn jetzt hier relativ viele Elfen am Start sind. Werde ich das trotzdem nicht tun. Sondern ich will tatsächlich wieder bei Ogryn bleiben. Der ist schon eine ganze Weile nicht mehr dabei. Wer von euch verkauft denn Dinge? Warte mal. Hier war doch unser hervorragender Freund Gorim. Zwerg, ihr macht eurem Vater Ehre, Herr. Kann ich eure Waren sehen? Nee, warte mal. Ja, dann mögen wir euch machen, Gorin. Und zwar will ich erstmal ganz gern den Zephram ausstatten. Oder warte mal, lass ich erstmal dich ausstatten. Du bist mir ehrlich gesagt wichtig, weil ich dich öfter dabei habe. Lederrüstung eines Staubfressers ist genauso gut. Wie sieht sie denn aus? Steht dir sogar besser. Deswegen lass ich mal an. Welche überragende Drachenlederrüstung, da fehlt dir die entsprechende Stärke. Okay, hast du irgendwie irgendwas, was du noch brauchst? Was hast du eigentlich gerade für Pfeile? Eispfeile hast du, davon haben wir, glaube ich, noch ein paar. Wir haben Feuerpfeile, ein paar. Dann nimm mal die Feuerpfeile lieber. Zack, so. Dann haben wir deinen Kurzbogen, der kann wahrscheinlich weg. Ja. Du hast das neue, den Fall- und Dienstraller-Bogen. Haben wir irgendwelche hier? Nein? Okay. Dann, warte mal, dich hatten wir schon. Zephram, genau. Ich würde dir gerne mal diesen ganzen Kram hier geben, genau. Weltüberragende Dragolederrüstung. Hast du zwar hier schon. Und du hast schon plus. Ach, Weltüberragende Dragolederrüstung. Ich habe verschiedene Stufen also bekommen. Jetzt verstehe ich es endlich mal. Die gibt dir noch mehr Feuerresistenz. Bitteschön. Dann die Stiefel. Noch mehr. Und die Handschuhe natürlich auch mehr. Jetzt kriegen wir noch den Z-Bonus dazu. Wunderbar. Das heißt, wir können diesen Weights-Kram dann weggeben. Möglicherweise sogar an dich gleich. Nein, immer noch nicht, weil du auch immer noch 20 Stärke brauchst. Kann man dir vielleicht noch neue Schwertchen oder sowas geben? Merricks Klinge. Sollte die nicht eigentlich Alistair tragen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Alistair tragen sollte. Deswegen würde ich es ganz gerne mal behalten. Aber gut. Handwerk. Ihr macht ja, Gorim, ist gut. Vater Ehre, Herr. Das freut mich. Ich würde ganz gerne an der Waren sehen. Ihr erweist mir eine große Ehre, Herr. Ja, ich weiß. Ich würde gerne einige Dinge verkaufen. Und zwar die komische beißende Axt kann weg. Das Ding kann weg. Die beiden Dolche können weg. Der Hammer kann weg. Die beiden Kurzbögen. Und also drei Kurzbögen können weg. Das Langschwert. Stans Schwert. Das soll ich vielleicht noch behalten und vielleicht aber Stan geben. Den komischen Streitkolben habe ich, glaube ich, in dem Verlies bekommen. Und danach gleich wieder weglegen können. Das Jusaris würde ich ganz gerne behalten. Rüstungsteile habe ich sicherlich ein paar. Elite-Schild von Radcliffe. Sieht gut aus. Behalte ich vielleicht mal. Der kann weg. Kalens Brustpanzer soll ich auch mal behalten. Blutdrachenplatte rüsten, die will ich auf jeden Fall jemandem geben. Vielleicht Ogryn sogar selbst. Handschuhe der Hinterlist kann weg. Die ganzen kleinen komischen Schilde hier können weg. Die Lederrüstung kann weg. Die schweren Handschuhe können weg. Stiefel der Legion würde ich vielleicht noch behalten. Vielleicht braucht ihr noch jemand. Und die Weights-Kram würde ich ganz gerne auch noch behalten. Vielleicht kriegt noch irgendjemand 20 Stärke. So, das kann auch erstmal hier alles lassen. Andrastes Segen behalte ich natürlich. Was ist das hier eigentlich? Andere. Okay. Kleiner Silberring ist ein Geschenk. Genau. Die Schmierfalle kann weg, die nutze ich eh nicht. Überhaupt die ganzen Fallen können weg. Ja, die beiden Teile können weg. Schockbombe, schicke Vase. Die kann weg. Ist kein Geschenk, kann also weg. Silberarmband. Muss noch jemand gegeben werden, der Silber mag. Starke Eissalbe, okay. Natursalbe, Geistsalbe, bla bla bla. Alles okay. Todeswurzelextrakt behalte ich einfach mal, wer weiß. Nee, brauchst du eigentlich nicht wirklich. Werwolfsfell behalte ich mal, weil es schön ist. Ja, und den Kram behalte ich auch mal. Wir haben jetzt noch 77 von 110. Ich würde sagen, ist doch gar nicht mal schlecht. Gehen wir also wieder kurz zurück zum Anwesen von Eamon. Können wir euch auch einen Seiteneingang nehmen. Und wechseln den Ogryn wieder ein, der möglicherweise auch gleich meine richtige Rüstung bekommen kann. Meine alte Blutdrachenrüstung. Damit diese wunderschöne Rüstung trotzdem weiterhin im Blickfeld von uns bleiben kann. Und auch weiterhin genutzt werden kann, weil die ist ja auch ziemlich gut, nicht wahr? So, ich hätte gern dich. Ein Schlückchen Wasser dazu. Ja, genau. Und insgesamt würde ich wahrscheinlich die Blutdrachenrüstung dann doch dem Alistair wahrscheinlich geben. Weil der muss gut gerüstet sein. So, Blutdrachenrüstung. Plus 6 Verteidigung, plus 30 Gesundheit. Dein Kram ist auch nicht schlecht. Na, vielleicht behältst du mal Kalens Brustpanzer, der ist. Naja.
Den Schild brauchst du nicht. Brauchst du die Handschuhe der Gewissenhaftigkeit? Nein. Brauchst du überhaupt irgendwas davon? Nein. Ja, dann bleib doch erstmal dabei. Du bist schon ein relativ guter Tank. Und wir gehen mal ins Gesindeviertel rein. Das, was wir die ganze Zeit schon machen wollen. Und versuchen mal noch ein bisschen uns hier umzusehen. Wir hatten ja schon zwei verschlossene Dinge, die wir nur knacken wollten. Ich glaube, es waren Türen. Und ich nehme an, Liliana kann uns dabei vielleicht ein bisschen helfen, nicht wahr? Guck mal, hier kommt schon der erste Bettler raus. Ja. Und rein mit uns, klar, gerne. Und ich würde gerne zum Gesindeviertel marschieren. Ich habe auch schon gerade übrigens mit Erstaunen festgestellt, dass wir, dass meine Festplatte langsam wieder voll läuft, obwohl die schon wieder größer ist eigentlich. Das mag daran liegen, dass ich auch schon das nächste Let's Play sozusagen in einigen Folgen aufgenommen habe und aber noch die Originaldateien darauf habe. Und die mittlerweile viel Speicherplatz fressen. Aber das ist kein Problem. Nächsten Donnerstag geht es weiter mit dem nächsten Let's Play. Nur so als kleine Randinformation für Leute, die es interessiert. So. Bla bla bla. Der Baum, der tote Hund, ein verrückter Bettler. Okay. Achso, wir müssen noch mit den Leuten überhaupt mal sprechen hier. Haben wir nämlich auch gar nicht gemacht. Tee mit der Wache. Halt! Hier ist alles voller Pestopfer. Niemand darf hinein. Ich möchte drin nur jemanden besuchen, natürlich. Kann ich denn helfen? Wir haben die Lage unter Kontrolle. Ja, natürlich. Dann gehe ich mal wieder. Vielen Dank. Die Heiler. Trete zurück. Einige dieser Leute haben die Pest. Das Gesindeviertel ist für Besucher nicht sicher. Es gibt ja eine Pest. Kann ich irgendwie behilflich sein? Habt ihr keine Angst davor, euch selbst die Pest zu holen? Ich möchte mir die Quarantänestation ansehen. Das Geile an Quarantänestationen ist, dass man sie eben sich nicht ansehen kann. Das ist der Witz an der Sache. Kann ich Valendrian besuchen? Wen? Ist das einer der Patienten in Quarantäne? Ihr dürft dort nicht hinein. Zu welcher Magieschule gehört dieser Zauber? Unser Zirkel kennt keinen, der die Pest vollständig verhindern kann. Entschuldigt, aber es ist uns nicht gestattet, die Geheimnisse unseres Zirkels mit Außenstehenden zu teilen. Zu eurer eigenen Sicherheit müssen wir euch darum ersuchen, zu gehen. Ich werde das mal nicht als Drohung, am besten Quest aktualisiert. Im Gesindeviertel breitet sich eine Pest aus. Die Männer aus Teveda sind angeblich hier, um zu helfen. Doch offensichtlich stecken sie sowohl kranke als auch gesunde Elfenquarantäne. Das habe ich alles schon gelesen. Ja. Irgendwas stimmt nicht. Das habe ich auch schon gelesen. Ich rede nochmal mit euch. Ihr wurdet bereits gebeten zu gehen. Bitte vergeudet nicht länger unsere Zeit. Das ist okay. Was gibt's hier? Aha. Hier war nur, glaube ich, ein richtiges Haus. Ich würde ganz gern nochmal. Erstmal mich hier so ein bisschen in der Umgebung umsehen. Ich glaube, ich habe den hinteren Bereich hier noch nicht so genau angeguckt. Was ist das? Karte der Stadt. Ach ja. Ups. Und dann würde ich ganz gerne mal in dieses Wohnhaus reingehen und von Liliana mal den ganzen Kram hier knacken lassen, den wir vorher nicht knacken konnten. Hallo, kranker Elf. Bist da! Bleib weg! Das ist richtig. Ich sollte wirklich wegbleiben. Ich weiß nicht genau, wo es hier lang geht, aber ich befürchte, es geht einfach nur sozusagen wieder zurück zur Karte der Stadt, wie ich es auch schon gelesen habe. Dann gehe ich nochmal in dieses Wohnhaus. Wo bitte war das Wohnhaus denn? Ich glaube, mussten wir hier durch diese kleine Seitengasse durch. Genau. Dann hier lang. Die Wache ist immer noch weg. Hervorragend. Und dann mal hier rein. Mal gucken, was wir hier finden. Wir haben ja schon gesehen, dass es da vier Elfenwachen gab in einem Zimmer. Das wird wohl kein Zufall gewesen sein, die auch offensichtlich schon aggressiv eingestellt waren. Das ist natürlich eher schlecht für sie als für uns. Vielleicht steht mal so ein fetter, gerüsteter Trupp hier bei euch drin. Im Zimmer. Und zeigt euch mal, was hier was los ist. Hier war ich, glaube ich, schon drin. Wir müssen hier hin. Erlaubt ihr? Ich ja, natürlich. Vielen Dank für die 5 Erfahrungspunkte. Guten Tag. Was haben wir denn hier? Elfenwachen. Ja, ist okay. Und Tierwäldersoldaten. Auf dem Markt bleiben sollen, Zwerg. Ach ja? Aua. So, erstmal kurz mal ein bisschen zeigen, wer hier wohin gehört. Ah, das sind keine Wachen, ganz einfach. Das sind doch einfach mal Attentäter gleich noch. Denn nur die können sich ja wirklich tarnen. Machen wir kurz die Tür zu, dass sie nicht mehr rauskommt. Alter, diese Axt sieht so hammergeil aus. Ich möchte sie den ganzen Tag schwingen sehen. Und nochmal
schwerer Schlag. Ich mache jetzt hier keinen großen Aufriss und steuere alle. Es reicht völlig, wenn ich Tefgal steuere. Der Rest wird auch so überleben. Ist kein Problem. Oh, er hat sogar ein lustiges kleines Kinnbärtchen gehabt. So. Habt ihr irgendwas, was ich euch abnehmen könnte? Einen Silberring, vielen Dank. Und eine Truhe. Ne, ein weiterer Tefgaler Soldat erstmal. Betrachtet es als erledigt. Und die Truhe. Ja. Okay. Entschuldigung, durfte ich am Kampf teilnehmen. Geh doch mal dahin und knack diese Truhe. Niedbesetzte Lederrüstung beschriftet. Aha. Toll. Was genau bringt mir das hier, dass ich jetzt hier war? Ach, hier eine Notiz. Und ein Bücherstapel. Und eine Elfenwache. Ich lese mir erstmal die Notiz durch. Bei diesem Schluss ist eine Notiz. Für die nächste Lieferung brauchen wir 8 Männer und 6 Frauen. Mhm. Nein. Vielleicht lieber hier irgendwo festbezogen. Ist das hier entfesselt? Nein. Hätte ich jetzt nicht hier irgendwas sein sollen? Notizen vielleicht? Oder war es einfach nur, wir brauchen nächstes Mal 8 Männer, 6 Frauen? Wahrscheinlich das. Dann die Wache nochmal. Gefrorener Blitz, vielen Dank. Und irgendwo war ein Bücherstapel hier. Die hätte ich auch ganz genau angeguckt. Neuer Kurseintrag, die Stadtelfen. Okay. Das soll man schon mal den Zer Otto sagen. Und? Ey, ich hänge mich hier echt überall fest, das ist furchtbar. Dann lassen wir noch dieses Schloss hier knacken. Du hast einen Schlüssel verwendet. Ach ja, von irgendeiner der Leute gerade. Wo geht's denn bitte hier hin? In einen anderen Bereich. Möchte ich vorher Sir Otto Bescheid geben? Nein, ich will erstmal ganz kurz speichern. Und noch ein wenig weiter investigativ tätig sein. So. Mich kurz mal von dem Kopfhörerkabel hier ein bisschen entwirrt. Was ist los? Schon wieder eine Ladung? Wir wurden... Guten Tag. Moment, ihr seid nicht aus Tevinter. Wer zur Hölle seid ihr? Offenbar nicht jemand, der ihn erwartet hat, nicht wahr? Ich suche die verschwundenen Elfen. Und wer zur Hölle seid ihr eigentlich? Ich bin der Graue Wächter, Tefkal. Ich bin hier, um euch abzulösen. Hab euch das nicht gesagt? Nee, komm. Oh nein, ich habe von euch gehört. Ah, Angriff! Ja, kommt nur alle reichlich, bitte. Oh, und ihr kommt wirklich reichlich. Dann... Ja, macht erstmal hier Gassenwache. Macht erstmal hier euer Ding. Ich hau dich kaputt. So, kann man noch irgendwen hier... Guck mal, du kannst doch den bestimmt wundervoll versteinern. Du bist gerade ein bisschen betäubt. Wie kannst du eine Statue verfehlen? Naja, hack ruhig auf mich ein. Ganz ehrlich, ihr könnt doch eh nichts. Wunderbar, dann auf dich. Warte mal, Ogre, du kannst doch schon mal eins weitergehen und hier ein paar Armbrustschützen kaputt hauen. Du kannst mal versuchen, hier Leute zu heilen. Zu vollerst Tefkal. Vielen Dank. Du bist auch tot. Du kannst gleich den nächsten schnappen. Na, Ogre, wie geht's? Mach ruhig mal einen heftigen Schlag hier. Du kannst aber einmal dir machen. Wunderbar. Du kannst hier mal den umwerfen am besten. Und noch so ein magischer Bolz hinterher. Ja, der ist tot. Der ist praktisch auch tot. Vielen Dank. Und wir werden schon wieder geheilt von uns selbst. Ein schwacher Lyriumtrank, den können wir natürlich gerne mitnehmen. Was ist das? Ein Tevinter-Soldat mit etwas Geld. Vielen Dank, ein Fass. Gravierten Silberschüssel. Wenn es hier gravierte Silberschüssel in diesem Gesindeviertel gibt, warum sind die Leute eigentlich so arm? Ja, ich hätte gerne dich ausgenommen und dich. Danke für deinen schwachen Wundumschlag und natürlich auch dich. Mit einem weiteren tollen Tevinter-Schild aus Sylianholz oder Sylanholz. Baumgesindeviertel offiziell im Kantmachen. Wo bitte bin ich hier gerade? Ah, ich bin in einem weiteren Hinterhofgelände. Syrians House. Ich bin noch auf derselben Karte, das ist schön. Und ich muss, glaube ich, hier lang, nicht wahr? Es irritiert mich halt ein bisschen, dass ich immer noch die Schriften hier von den jenseitigen Häusern sehe, als offizielle Bekanntmachung und so weiter und so fort. Gehen wir mal hier rein und versuchen mal festzustellen, wo denn die entschwundenen Leute hingegangen sind. Oder hingebracht wurden eher. Wurden, nicht worden. Kriege ich mal einen Rappel, wenn ich sowas lese, wenn jemand wurden und worden verwechselt. Das ist wie als und wie. Was? Nein, nicht ganz so schlimm.
Uns wurde gesagt, die Obrigkeit würde sich nicht einmischen. Nicht einmischen bei was? Was geht hier vor? Ich gehöre nicht zur Obrigkeit. Ich suche nach den Elfen, die ihr hergebracht habt. Ja, ich gehöre nicht zur Obrigkeit. Ihr seid also nur eine umherziehende Gruppe von Weltverbesserern. Das werdet ihr bereuen. Ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben eine Genehmigung, hier unsere Geschäfte zu tätigen. Die Menschen aber nicht von mir, würde ich sagen. Davon, wie böse und falsch Sklaverei ist. Aber ist es nicht lustig, wie schnell der Geruch von Gold solche Ideale überdeckt? Ihr seid Sklavenhändler, ihr seid eine Elfin. Wie könnt ihr euch so an sowas beteiligen? Das ist eine wirklich gute Frage. Es ist vollkommen egal, was ihr hier tut. Einschüchtern, ihr solltet mir lieber aus dem Weg gehen. Sofort, das mache ich doch mal. Ich bin keine Närrin. Ich kann sehen, wozu ihr fähig seid. Also gut. Soll Caladrius sich mit euch abgeben, während ich die Männer des Regenten hole? Ich schlage vor, ihr verschwindet hier, solange ihr noch könnt. Die Männer des Regenten, wie nett! Eine Falle, direkt vor uns. Dreimal hast du Fallen entdeckt? Das ist ja witzig. Dann kümmere dich doch am besten mal. Oh, guck mal, im Nachbarraum ist schon jemand. Kümmere dich kurz mal drum. Wird erledigt. Gibt dir auch ein bisschen Erfahrung, soweit ich weiß. 60 Erfahrungspunkte ist schon mal nicht schlecht. Wie viel brauchst du eigentlich noch für den nächsten? Warte mal, C, ist das C? Ja, das ist C. Du brauchst noch etwa 9000, also 8500. Das ist, ja. Das sind 120 Erfahrungen dafür, vielleicht auch nicht schlecht, auf dem Weg. Wunderbar. Kann ich hier noch irgendwas mitnehmen? Ein Fass. Wird erledigt. Ein weiterer Silberring, okay. Eine reichlich gedeckte Tafel, oder zumindest eine große Tafel. Reichlich gedeckt ist sie nicht. Waffe stand da wahrscheinlich wieder eine einzige Waffe drauf. Ja, 20 Feuerpfeile, ordentlich aufgereiht hier drauf. Sieht man auch, dass es offenbar ein Feuerpfeil gewesen. Ich würde es eher als Bolzen bezeichnen. Ich glaube auch, dass die ziemlich wehtun und ziemlich brennen, wenn die eingeführt werden in den Körper. So, ich würde sagen, ich hau gleich ein paar Leute kaputt. Aber ja, erstmal gucke ich in diese Kammer hier rein. Eine kaiserliche Schneide. Die ist gar nicht mal schlecht, muss ich sagen. Für ein Einhandschwert 10,5 Schaden, plus 2 Schaden, plus 3% kritische Trefferchance im Nahkampf und plus 6 Angriff ist sehr nett. Kettenrüstungshandschuhe aus Silberit, die sind eher so meh. Warte mal. So, noch was? Nope. Dann gehen wir wieder raus, vorbei den Damen. Unter anderem Ogryn. Und mal sehen, wie gefährlich dieser Kampf jetzt wird. Ich sehe 4 Gegner plus X. Was haben wir denn hier? Soldaten, Soldaten, ach Soldaten, mein Gott. Hallo. Warte mal, ich, genau, greife dich mal ein bisschen an. Du wiederum, nimmst mal, genau, den da aufs Korn, wenn er sich gerade so schön rauswagt. Du wiederum gehst dann auch zu dem dorthin. Wunderbar, und solltest deinen mächtigen Schlag mal auspacken, auf das du zerbersten kannst. Genau das wollte ich machen. Bist du jetzt schon tot? Du bist schon tot. Der nächste bitte. Zwei Zwerge, die so aussehen, dem möchte man echt nicht in so einem engen Gang begegnen. Oder so engen Räumchen, wie er es gerade tut. Ja, hau ihn nochmal schnell um. Wunderbar, 26 Erfahrungspunkte. Leicht verdiente Erfahrung, würde ich sagen. So, ich hätte gerne den Soldaten geplündert. Und diese Holzkiste natürlich. Die besetzte Lederhandschuhe, das ist ja ganz fantastisch. Und hier ist ein kleiner dünner Gang. Ein schmaler Gang, muss man sagen. Der... direkt vor uns. Ah ja, der, aua. Stopp, 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 stopp. Wir gehen ja jetzt nicht hin, wir sind ja nicht bescheuert. Aber gern. Kommt doch zu uns. Ah, okay, er kommt nicht zu uns, schade. Ich habe den Anfangssatz vergessen, kein Problem. Geh erstmal dahin und entschärf diese Falle, die geht mir nämlich auf den Sack. Einfach durch ihre bloße Präsenz. Ja, ich weiß, du wirst dabei beballert. Das ist aber jetzt gerade nicht anders möglich. Betrachtet so. Es als erledigt. Danke fürs Entschärfen. Und jetzt kommt eine große Blechlawine auf euch zugerollt. Und reißt euch in Stücke. Wo ist eigentlich Ogryn? Der zweite Teil der Blechlawine. Oh, du guckst dir ein bisschen die Gegend an, Ogryn. Das ist kein Problem. Willst du vielleicht mal den lieben Tefkal heilen? Oder heil ruhig alle, wenn das... Puh. Wenn es nötig ist, Ogryn, mächtiger Schlag. Gut, der eine fällt. Und der andere ist auch tot. Hervorragend. So. Lass uns ganz kurz mal regenerieren. Hier war noch ein zweiter Faller wahrscheinlich.
Deswegen war Tefka also angekratzt. Wir speichern das Ganze und gehen gleich weiter zu den nächsten vier wahrscheinlich Wachen. Und Soldaten oder was auch immer. Vorsicht! Ja, wir müssen ja nicht so schreien. Komm doch ruhig rein, mein Freund. Wir zeigen dir den Himmel. Beziehungsweise wir weisen dir zumindest den Weg in diese Richtung. Betäubt, wie unangenehm. Hallo, mein Freund. Ja, du kannst euch dein Äxtchen ziehen, das ist kein Problem. Du bist ja eh gleich tot. Du hast aber auch ein schönes Beil. Du kannst wundervoll Fleisch klopfen. Leider klopfst du ja nur auf Blech und damit mehr oder weniger in dein eigenes Verderben. Der hinten schreit wahrscheinlich eher aus Angst. Hat wahrscheinlich ein bisschen zu viel Diablo 2 gespielt als Barbar und hat gesagt, Mensch, Kriegsschreie, die bringen's. Die machen den Gegnern Angst. Das ist richtig, aber nur, wenn du ein großer Muskelklops bist. So, mach du bitte mal diese Truhe auf. Es ist schön, dich dabei zu haben. Eine schicke Vase. Mensch, die kann ich direkt verkaufen. Und was haben wir hier? Etwas Geld. Mensch, das kann ich direkt verschenken für einen anonymen Bettler wieder mal. So, jetzt haben wir mittlerweile zwei Räumchen. Speichern. Beziehungsweise zwei Türen wahrscheinlich zum selben Raum hin. Wer bitte bist du denn? Ach, Ausgang. Das ist ja fantastisch. Danke für dein schwaches Elixier der Erdung und wir gehen weiter. Ein Magier, natürlich. Ich bin Caladrius. Und ihr müsst der graue Wächter sein, von dem man so viel hört. Gleichgültig, wer ihr seid, ihr werdet sterben. Ihr habt von mir gehört, wie schön. Natürlich. Man kann Regent Logan in der Zeit kaum ein anderes Wort als Wächter entlocken. Dagegen kommt nicht einmal Gold an. Woher kennt ihr eigentlich Logan? Was genau habt ihr gehört? Dann müsst ihr auch wissen, dass ihr mich fürchten solltet. Jeder verbündete Logan ist mein Feind. Zeit zu sterben. Na, mal gucken. Was habt ihr eigentlich gehört? Man munkelt, ihr wollt die Unterstützung für Logan aushebeln. Sicher eine schwierige Aufgabe, was? Wie einen Berg abzutragen. Da braucht ihr doch bestimmt Hilfe. Wie genau könnt ihr mir denn helfen? Habt ihr nicht mehr ein Abkommen mit Logan getroffen? Es ist eher eine Vereinbarung, um ehrlich zu sein. Eine Vereinbarung, die in dem Moment ungültig wird, in dem bewaffnete Eindringlinge meinen Besitz stürmen. Um ehrlich zu sein, war immer absehbar, dass unsere Geschäfte hier irgendwann enden würden. Wir haben für viele von Loghains Truppen bezahlt. Doch sobald das Landting beendet ist, werden wir unbequem. Hier ist mein Angebot. Für 100 Saurins erhaltet ihr von mir einen Brief mit dem Siegel des Taryn von Gwaren, der beweist, dass er in all das hier verwickelt ist. Dann verschwinden wir einige Tage früher als geplant mit unseren Gewinnen und den restlichen Sklaven, und zwar unverletzt. Also sind wir uns einig? Selbst ihr müsst zugeben, dass es so viel besser ist, als wenn wir auf barbarische Methoden zurückgreifen müssten. Nicht ja, tut mir leid, ich bin kein so großer Freund von Sklavenhändlern. Wenn ich eurer Hilfe annehme, bin ich doch kein Deut besser als Logan. Woher weiß ich, dass euer Brief etwas nützt? 100 Severance, einverstanden hast du gelitten. Ich hätte ein Gegenangebot. Wir kommen nicht ins Geschäft. Zeit zu sterben, Sklavenhändler. Was habe ich da für ein Gegenangebot eigentlich? Überreden. Ich akzeptiere, wenn ihr mir den Brief umsonst gebt. Oh. Einschüchtern, lasst eure Gewinne und den Brief her, nehmt eure Sklaven, verschwindet. Nein. Einschüchtern, lasst die Elfen und den Brief her, nehmt euer Gold, Geld und verschwindet. Das wäre eine Möglichkeit. Einschüchtern, ihr lasst alles hier, dafür rettet ihr eure Haut. Ja, das ist gut. Also, das kann man wohl kaum als Geschäft bezeichnen, oder? Dann müssen wir es wohl auf die harte Weise regeln. Männer, wollen wir... Eigentlich ist es schon ein Geschäft, es ist halt nur ein Geschäft, was du nicht abschlagen kannst. Ich hatte ganz kurz, dass wir abgestürzt sind. Okay, es sind wirklich viele Leute. Kann man sich hier irgendwohin zurückziehen, sodass man nicht die ganze Zeit genau erstmal direkt jedem ausgesetzt ist? Das würde ich nämlich direkt mal nutzen, diese Gelegenheit. Sofort raus. Achso, hier ist die Tür, ist auch okay. Sehr schön. Würdet ihr wohl bitte dahin gehen? Wie ihr meint. Ey, sag mal, seid ihr dumm? Ey, wirklich. Mach die scheiß Tür auf, Tefkal. Okay. Wir gehen durch die andere Tür. Durch die andere Tür, habe ich gesagt. Und da rein. Ey, das ist doch wohl ein Witz gerade gewesen. Mach die scheiß Tür auf. Nein! Ist das ein Bug, dass diese Tür nicht aufgeht?
Alter! Was für ein riesengroßer Radius ist das hier eigentlich? Warte mal. Können wir aus diesem Radius vielleicht mal... Ist der Schneesturm auch hier? Ich werde es tun. So, zwei sind mitgekommen. Immerhin. Tefkal geht nochmal zurück, weil du ein Idiot bist, Tefkal. Ja, ihr fallt ständig um. Das ist vielleicht euer Problem. Du sollst vielleicht mal gleich... Soll ich zuschlagen? Heilung für alle zaubern. Stopp. Du. Okay, ganz ehrlich, das müssen wir nochmal neu starten. Das ist ja echt der Tod gerade. Spiel an. Ja. Einfach deshalb, weil hier gerade alles schief gelaufen ist, so wie ich es gerade gar nicht wollte. Ich wollte mich aber ganz schnurstracks in den anderen Raum zurückziehen. Ich meine nicht mal, dass der Schneesturm jetzt wirklich genervt hat, sondern einfach, dass, vielen Dank. Sondern einfach, dass sie sich einfach überhaupt nicht so bewegt haben, wie ich das dachte, und dass ich die Tür nicht öffnen konnte. Egal, das werden wir kurz mal überspringen, wenn das irgendwie geht. Ich bin Caladrius. Und ihr müsst der Grau... Ihr habt von mir gehört. Man kann Regent Loghain jetzt kaum... Was genau habt ihr gehört? Man munkelt, ihr wollt die Unterstützung für Loghain aushebeln. Bla bla bla, Abkommen. Also, sind wir uns einig? Ich hätte ein Gegenangebot. Also... Vorsicht! So, dann müssen wir ganz kurz mal uns wahrscheinlich erstmal hier runterkämpfen. Warte mal. Kannst du bitte mal diesen Herrn da unten erstmal umhauen? Du greifst sowieso nur ihn an, bitte. Sofern du mal überhaupt anfangen kannst. Du greifst so an, du greifst so an. So, du greifst nur noch ihn an. Du gibst... Nee, warte mal. Du greifst ihn an. Die verhaken sich ständig in sich selbst, was mich echt tierisch nachmäßig stehen. Warum rennst du jetzt irgendwo hin? Kannst du nicht von hier oben hier runterschießen? Das ist ein Witz, oder? Ihr könnt nicht von hier oben runterschießen? So, warte mal. Ja, du bist schon durchgelaufen, dann mach halt euer Ding. Du wirst wohl oder übel irgendwie so sterben, kann das sein? Warte mal, kannst du nicht einfach gleich dahin gehen? Kann ich einfach jeder von euch einfach dahin gehen und den hier umbringen? So, sie ist gleich tot, das war ja absehbar, so wie du gelaufen bist. Was machst du eigentlich hier? Streuschuss. Nein. So, sie ist tot, wie gesagt, es war absehbar. Wir machen kurz mal eine Massenheilung. Super. Dann greifen wir dich an mit einer Steinfaust. Das hat zumindest ein bisschen geholfen. Du wirst... Geistschlag. Fluch der Irreführung, das ist ein bisschen doof. Und du hast auch diverse Problemchen. So, warte mal. Du heilst gerade ihn, das ist sehr gut. Nimm euch nochmal so einen Umschlag dazu. Super, kannst du schon irgendwas machen? Nein, du bist immer noch unter diversen Zaubern. Mächtiger Schlag, bitte. Vielen Dank. Du brauchst wieder einen normalen Heiltrank. Du solltest mal versuchen, hier Leute zu versteinern. Hat nicht funktioniert, aber dein Zauber ist unterbrochen worden, was ganz gut ist. Kannst du vielleicht nochmal den Tefkal heilen? Hervorragend. So, wie sieht es denn um den Zauberer aus? Der hat noch nicht so extrem viel verloren, das nervt ein bisschen. Orgrin, kämpft auch mal mit dem. Mach das ruhig. Du machst einen mächtigen Schlag, auf wen auch immer. Auf den Zauberer selbst. Und der Herr ist hier gleich tot, nicht wahr? Dann, ach verdammt. Nimm erstmal kurz einen Umschlag. Okay, hat es gereicht, um dieses... Nein, hat es nicht. Doch, hat es, um deine Heilung wieder zu resetten. Nee, hat es nicht. Das ist ein Problem. Dann müssen wir dich halt wiederbeleben. Da warst du ungefähr. Hervorragend. Tefka ist wieder auf den Beinen. Schlimm für euch. Der Zauberer ist immer noch dabei. Ich glaube, wir müssen die komischen Soldaten hier kaputt hauen. Die nerven nämlich ein bisschen. Orgrin ist auch tot. Das ist jetzt aber längst ein Problem. Weil alleine kein Tefka die nicht alle stemmen. Auch wenn du noch so sehr geheilt wirst. Ja, dann müssen wir das Ganze wieder laden und probieren es gleich nochmal aus. Ach nee, die Folge ist schon wieder verdammt lange. Deswegen würde ich sagen, ja, wir laden das Ganze auf jeden Fall.
probieren es in der nächsten Folge aus, denn ich würde ganz gerne diese Quest noch beenden. Das heißt allerdings, dass ich dieses Wochenende wahrscheinlich dann, warte mal, das war 65, nächste 66, ja, dann wahrscheinlich 7 Folgen raushauen werde, weil eine Folge, eine Lesefolge, werde ich pro Woche eine raushauen, wenn es dann irgendwie geht, und es geht dieses Wochenende. Deswegen sehen wir uns ja gleich wieder. Bis gleich.